Liebe Schwestern und Brüder, Jesus kommt in seine Heimatstadt. Es wird nicht genannt, welche es ist, aber wir gehen davon aus, es ist Nazareth, weil Nazareth weiter vorne im Markus-Evangelium genannt wird. Und es heißt, er konnte kein Wunder dort tun, weil ihr Unglaube zu groß war. Eigentlich steht da auch nicht Wunder, sondern es steht, er konnte keine Machttat tun, Dynamis. Um diese Stelle einzuordnen, wir haben dazu alles in den letzten Wochen gehört. Da war die Stillung des Seesturmes, da war die Heilung des Besessenen von Gerasa, da war die Erweckung der Tochter des Synagogenvorstehers Jairus und die Heilung der blutflüssigen Frau, die seit mehr als 12 Jahren an Blutungen litt. Und jetzt eben, nach diesem ganzen triumphalistischen Geschehen, nach diesen Machterweisungen, streut Markus diese kleine Geschichte ein. Jesus kommt nach Hause, geht in die Synagoge am Sabbat und lehrt dort. Und keiner will es wissen, geschweige denn, will irgendjemand dran glauben. Direkt danach wird Jesus seine Jünger aussenden. Man könnte jetzt natürlich geflissentlich einfach darüber hinweggehen und sagen, okay, wie sagt man so, shit happens. Aber ich glaube, Markus tut das ganz bewusst, diese Geschichte dort einweben. Nach all diesen Machterweisen, nach diesen großartigen Heilungen, denen Markus auch unglaubliche Beachtung und Detailgenauigkeit schenkt, und bevor die Jüngerinnen und Jünger ausgesandt werden, sie kennen die Aussendungsreden immer zu zweit, nehmt nichts mit, ihr braucht nichts, keine Vorratstasche, keine Schuhe an den Füßen und geht dorthin, wo der Frieden wohnt. Direkt davor diese Geschichte in der Heimatstadt Nazareth. Jesus wird abgelehnt und er konnte dort keine Machttat tun, wegen ihres Unglaubens. Vielleicht erinnern Sie sich, was ich die letzten Wochen und Monate immer wieder einmal gepredigt habe, dass ja, das Pistoio, das griechische Wort für Glauben, eigentlich in seiner Bedeutung, Urbedeutung Vertrauen heißt. Für mich auch einfach ein wichtiger Zugang zum Glauben. Dass das, was Glauben zutiefst ausmacht, mit dem Vertrauen beginnt und auch aufhört. Dort, wo Vertrauen ist, dort kann Glaube wachsen. Dort, wo kein Vertrauen ist, dort wächst auch nichts. Übrigens gilt das, glaube ich, nicht nur für den Glauben. Ich glaube, das ist ein Geheimnis unseres menschlichen Lebens. Es kann generell immer nur dort was wirklich Wesentliches wachsen, wo wir Vertrauen spüren oder Vertrauen schenken, wo uns vertraut wird und wo wir vertrauen. Keine unserer Beziehungen, keine der Partnerschaften, Ehen, keine Freundschaften, nichts, was uns wirklich heilig und wertvoll ist, kann gelingen, auch im Sinne von wachsen und aneinander reifen, wo jeder dem anderen, der anderen Vertrauen schenkt und spüren darf, dass ihm oder ihr vertraut wird. Dort, wo Misstrauen ist, dort, wo immer Zweifel ist, dort, wo immer Bedenken sind, da wächst nichts. Da fällt der Samen in die Dornen des Zweifels. Da fällt der Samen mitten ins Unkraut von Habgier, Geiz, Neid, Eifersucht oder was auch immer. Das, was uns als Menschen wirklich zu dem bringt, was unsere
ursprünglichste Berufung ist. Es geht nur mit Vertrauen. Es wächst nur dort, wo wir Vertrauen aufbringen und wo wir Vertrauen spüren dürfen. Überall dort, wo das nicht ist, kann Jesus bis heute keine Machttat erweisen. Hat selbst der große und allmächtige Gott keine Chance, bei uns zu landen. Das ist eben auch die Konsequenz der Freiheit des Menschen. Gott hat uns in Freiheit erschaffen, uns entscheiden zu können für das Gute im Leben oder eben auch nicht. Für den breiten Weg oder den schmalen Weg. Wir haben es in der Hand. Jesus muss seinen Jüngerinnen und Jüngern, seinen Aposteln, die er nun senden wird, diese Lektion ganz klar machen. Ansonsten sind sie womöglich geblendet von den Wundern, den Heilungen, den großartigen Machterweisen, die es auch gibt, dort, wo die Augen des Glaubens sie sehen können. Dort sehen wir auch heute, Schwestern und Brüder, mitten unter uns, dass Gott am Werk ist. Natürlich finden wir vielleicht auch eine andere Begründung, warum Menschen sich lieben, warum Menschen für Werte, von denen sie überzeugt sind, alles geben. Warum sie tiefes Vertrauen in dieses irdische Leben haben, obwohl es doch einfach wie jedes irdische Leben schlicht zu Ende gehen wird. Das ist ja das einzige Sichere an unserem irdischen Leben, dass es zu Ende gehen wird. Und trotzdem sollen wir und dürfen wir Vertrauen haben, dass dieses Leben ja nicht einfach ins große schwarze Loch fällt, sondern dass dieses irdische Leben schon eingebettet ist in das große Ganze, den Heilsplan Gottes, in seine Wirklichkeit, dass das, was wir hier sehen, was wir hier miteinander leben, dass das ein Teil von Gottes Reich ist. Es ist nicht hier irdisches Leben und irgendwann ewiges Leben, so als zeitliche Abfolge, sondern der Abglanz der Ewigkeit inkarniert sich bereits in uns. Das ist unser Glaube, dass Gott in jedem Menschen ein Ebenbild seiner selbst geschaffen hat. Grund genug, einander zu vertrauen. Grund genug, miteinander auf dem Weg zu sein. Grund genug, jeden Tag von neuem die Frage zu stellen, wie es gelingt, die Liebe untereinander zu leben. Und spätestens jetzt merken wir, dass Liebe nicht einfach ein Thema von Partnerschaften, Ehen und Verliebtsein ist. Liebe ist viel größer. 1. Korinther 13, die Liebe erträgt alles. Die Liebe hofft alles. Die Liebe lässt niemals zugrunde gehen. Die Liebe hört niemals auf. Das gilt für Gott. Seine Liebe hört niemals auf. Aus dieser Beziehung, aus dieser Kraft, aber auch aus dieser Sendung dürfen wir leben. Gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, was uns heute vor Augen gestellt wird. Ohne diese Liebe, ohne diesen Glauben im Sinne von Vertrauen, wächst nichts. Und es ist dem Menschen möglich, in seiner Freiheit sich gegen diese Liebe zu entscheiden, ein Leben lang. Nirgends ist ein Prophet ohne Ansehen, außer in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. So heißt es im heutigen Evangelium. Jesus wird reduziert auf seine biologische Herkunft. Und was wir jetzt nicht so richtig spüren, weil es im Deutschen nicht so rauskommt, man tut es auch noch mit so dem ein oder anderen Stachel. Hortekton, das ist doch der Bauhandwerker, heißt es übersetzt. Das ist doch nichts. Oder ein anderes Wort, Horhyos tes Marias, das ist doch der Sohn der Maria. Keinem hat man früher gesagt, dass er der Sohn von seiner
immer gesagt, das ist der Sohn dieses Vaters. Es ist auch eine Abwertung. Man reduziert ihn auf seine Rollen, die er im Leben hat. Man reduziert ihn auf biologische, biografische Herkunft. Und man hat deswegen gar keinen Blick dafür, dass er prophetische Kraft besitzt, dass er mit seinen Augen mehr sehen kann. Und Schwestern und Brüder, das ist auch ein Auftrag an uns, denn auch wir haben prophetische Kraft einander gegenüber. Wir sind durch Taufe und Firmung berufen, Priester, Könige und Propheten zu sein. In jeder Taufliturgie heißt das so. Wir müssen und dürfen auch ernst machen damit. Das heißt aber vor allem, einander zuzutrauen, im Sinne von dem anderen, der anderen vertrauen, dass er in seiner Prophetie mir etwas für sein Leben, für mein Leben mitzugeben hat. Dass sein Glaube und so wie er oder sie den Glauben lebt und selbst vertraut und liebt, dass das mir was sagen kann für mein Leben. Ich kann an jedem Menschen wachsen. Ich glaube nicht, dass wir bereits diesen Blick aufeinander haben. Ich glaube, dass es auch unglaublich schwer ist. Ich glaube, dass es eine Lebensaufgabe ist. Aber die ist uns ins Stammbuch geschrieben. Das ist uns aufgetragen, einander so sehen zu lernen. Und auch nicht nur die Christinnen und Christen untereinander. Jeder Mensch ist gewollt, geliebt, geschaffen als Gottes